Servus Leute. Nach längerer Abwesenheit melde ich mich mal wieder zurück. Ich schreibe derzeit meine Prüfung und deswegen war in letzter Zeit relativ wenig Neues. Und ja, jetzt war ich heute, weil ich schon lange nichts mehr Neues hatte, hier in Dresden bei uns im Shisha-Laden bzw. im Headshop und habe mir mal wieder was Neues geholt. Und zwar Mizo Pfirsich. Es ist deutscher Tabak, kostet 12,90 Euro für 200 Gramm. Das Ganze kommt in so einer schönen Dose. Ich finde die richtig gut. Also mit das Beste, was ich bisher hatte an Dosen, die original dabei sind. Die scheinen mir ziemlich dicht zu sein. So sieht der Schnitt aus. Der Schnitt ist auf jeden Fall besser als der derzeitige Al-Baha-Schnitt. Aber auf der anderen Seite auch wieder deutlich gröber als die Premium-Marken. Aber auf jeden Fall okay und für den Preis kann man da nichts sagen. Ich habe den Tabak nicht angefeuchtet, ich habe ihn gerade eben erst geholt und ja. Setup ist das Referenz-Setup, also wie immer. Die NPS, Sapphire Hotshot drauf, ca. 7 Gramm von dem Tabak drin, 2 Picos drauf, 2 Lagen Alu, XXL Schlauch, ja. Kommen wir erstmal zum Geruch. Pfirsich soll es sein. Ja, also riecht auf jeden Fall lecker fruchtig. Ja, riecht nach Pfirsich einfach. Schöner Geruch schon mal. Also die Dose gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Also das muss man nicht in irgendwas anderes, in Zippo oder was umfüllen. Die ist wirklich dicht, sie ist klar, man sieht den Tabak, also optimal, besser als die Premium-Marken sogar, finde ich. Ja, zum Geschmack kann man sagen, er ist relativ dezent. Nicht ganz so stark wie im Geruch. Ja, man schmeckt den Pfirsich raus, aber ich finde, es könnte ruhig eine Nummer stärker sein, beziehungsweise intensiver. Man könnte den Tabak, weil er jetzt ja, relativ trocken ist, vielleicht mit der Pfirsichmolasse anfeuchten und dann denke ich, wäre das Ganze noch mal ein Stück intensiver. Leider hatte der Shop eben die Pfirsichmolasse nicht da, deswegen rauche ich ihn jetzt einfach unangefeuchtet. Geschmacklich würde ich dem Tabak 8 von 10 Punkten vergeben. Der Geschmack ist schön. Man kann ihn sehr gut rauchen, finde ich. Er ist auf gar keinen Fall aufdringlich. Eher ein bisschen zu wenig intensiv eben. Aber ja, wer keinen so intensiven Tabak will, ja, dem kann ich es empfehlen vom Geschmack her. Vom Rauch her, vom Tabak, der so relativ trocken rüberkommt, unangefeuchtet, deutscher Tabak, kann man jetzt nichts sagen, finde ich. Da wird jetzt 9 von 10 Punkten vergeben. Ja, wie gesagt, ist in Ordnung für deutschen Tabak. Wer mehr möchte vom Geschmack und vom Rauch her, dem würde ich empfehlen, das Ganze eben noch mit der Pfirsichmolasse anzufeuchten. Dann wird es eben noch ein bisschen stärker rauchen, das Ganze ein bisschen intensiver schmecken. Aber ansonsten bin ich zufrieden mit dem Tabak. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. 12,90 Euro für 200 Gramm ist natürlich auch ein guter Preis. Und ja, wenn ihr auf Pfirsich steht, kann man den auf jeden Fall mal probieren. Das war's soweit von mir. Dann bis zum nächsten Review und ciao!